In der Kryptowelt gibt es Coins, die stärker steigen als andere. Jeder von euch kennt Bitcoin, die Nummer 1 und auch die sicherste Kryptowährung der Welt. Doch wie sieht's mit den anderen aus? Es gibt tausende Kryptos und manche davon haben das Potenzial, stärker anzusteigen als Bitcoin. Während ich denke, dass Bitcoin immer noch gut steigen könnte, sehe ich keine 1000% mehr vom jetzigen Preis als realistisch. Doch es gibt andere Kryptos. Heute widmen wir uns drei solcher Coins. Kryptos, die das Potenzial haben, 1000% zu erzielen im nächsten Bullrun. Zudem könnt ihr mir für meine Analysen gerne ein Abo dalassen und auf die Glocke klicken, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Dies hilft sowohl mir als auch dem Kanal sehr. Danke euch. Die Kryptos, die ich euch vorstelle, besitze ich alle selber im Portfolio. Auch wenn das meiste Geld von mir in die sichersten Coins sind, habe ich diverse Investitionen gemacht mit einer viel höheren Gewinnerwartung. Diese Kryptos sind dennoch in meinen Augen sehr gute Projekte und werden auch im Bullrun gut ansteigen. Ich persönlich glaube sogar, dass sie das Potenzial haben, mehr als 1000% zu erreichen. Fangen wir mit der ersten Kryptowährung an, Uniswap. Uniswap kennen vielleicht manche von euch, denn das ist eine der größten Decentralized Exchanges, die es gibt. Ich benutze sie selber ab und zu und bin sehr zufrieden. Abgekürzt, DEX ist eine dezentrale Börse. Ihr könnt hier eure Kryptos tauschen, kaufen, verkaufen und noch viele andere Dienstleistungen. Das Gute daran, da es eine dezentrale Börse ist, braucht ihr keine Anmeldungen oder sonst irgendwelche Bestätigungen. Dies läuft alles direkt auf der jeweiligen Blockchain ab. Und zudem findet man hier praktisch jede Kryptowährung, während die normalen zentralen Börsen meistens nur ein paar hundert anbieten. Und Uniswap ist zudem mit Abstand die größte DEX der Welt mit 60% des gesamten DEX-Volumens aller dezentralen Börsen. Uniswap selber ist eine Kryptowährung, die auf meiner Kaufliste schon länger drauf ist. In nur einem Monat ist sie um mehr als 40% angestiegen. Auch hier bin ich sehr froh, dass unsere Gruppe günstig einkaufen konnte. Und falls ihr das nicht wusstet, wir haben eine private Investitionsgruppe. Hier veröffentliche ich jeden meiner Käufe und Verkäufe. Ich erstelle zudem regelmäßige Kauflisten von sehr guten Kryptos, die langfristig steigen werden. Wir sind mehrere hundert Mitglieder, die sich täglich austauschen übers Investieren. Jeder ist herzlich willkommen. Zudem ist die erste Woche komplett gratis. Falls es euch gefällt, könnt ihr gerne bleiben. Falls nicht, könnt ihr jederzeit kündigen. Uniswap hat im letzten Bullrun eine beachtliche Steigerung von über 1000% erreicht. Und man kann die Kryptowährung auch an jeder Börse kaufen. Ich selber besitze sie auch und freue mich schon auf den Bullrun. Uniswap kann man übrigens mit fast allen Wallets verbinden, was den Tausch noch einfacher macht. Und vor zwei Wochen sind sie sogar auf Android gelauncht. Ich bin sehr froh über ihre Updates und dass sie trotz Bärenmarkt sich sehr gut entwickelt haben. Eine Kryptowährung, die ich definitiv noch halten werde und dann im Bullrun verkaufen werde. Kommen wir zur Kryptowährung Nummer 2, Cardano. Cardano ist in meinem Portfolio schon lange vertreten und hat bis jetzt in jedem Bullrun brilliert. Im Bullrun Ende 2017 sind sie von 3 Cent auf 1 Dollar gestiegen, also eine Verdreißigfachung. Im Bullrun 2021 haben sie, je nachdem wo man schaut, eine Steigerung von 30 bis 100x gemacht. Hätte man schön im Crash gekauft, hätte man sein Geld verhundertfacht. Momentan sind sie bei ungefähr 39 Cent und ich denke, im besten Fall schaffen sie von hier aus nochmal 1000%. Cardano ist eine Kryptowährung, die ich oft nachgekauft habe und es auch meiner Community mitgeteilt habe. Auch hier bin ich sehr froh, dass wir optimal im Crash kaufen konnten und jetzt schon stark im Plus sind. Meiner Meinung nach kommen die wichtigsten Entwicklungen seitens Cardano erst im nächsten Bullrun. Denn ihre Voltaire-Ära ist der finale Entwicklungsschritt bei Cardano. Bei der Basho-Ära fokussieren sie sich auf Skalierung, was es dem Projekt dann erst richtig ermöglicht, ihr Ökosystem zu erweitern. Das Projekt selber ist seit 2017 auf dem Markt und hat auch zwei Bärenmärkte überstanden und ist jedes Mal stärker hervorgekommen. Selbst wenn ihr im Bullrun nicht verkauft hättet, hättet ihr das Zehnfache gemacht, wenn ihr im 2020 eingekauft hättet. Ich selber besitze auch einen guten Anteil Cardano und es gehört definitiv in meine Langzeitkaufliste. Ihr Ökosystem wächst auch ständig und hat viele Projekte in allen möglichen Bereichen. Jedoch denke ich, dass hier viel mehr möglich sei. Das Potenzial wird sich erst zeigen, wenn die Updates kommen. Bis dahin kaufe ich weiter nach. Kommen wir zur letzten Kryptowährung, Kronos. Kronos oder auch der Crow Token ist die Kryptowährung der Börse Crypto.com. Ich besitze diese Kryptowährung auch und im letzten Monat ist sie um 67% angestiegen. Kronos ist wohl eine der bekanntesten Kryptobörsen auf der Welt. Im letzten Bullrun erreichten sie einen Spitzenpreis von 90 Cent. Ich persönlich verkaufte meine Coins damals in diesem Bereich und konnte sehr gute Gewinne mitnehmen. Meiner Meinung nach haben sie ein Riesenpotenzial und ihr Preis war im Jahr 2023 auch spottbillig. Eins ihrer Vorteile ist, dass sie große Werbekampagnen machen und sie überall bekannt werden. Zum Beispiel in der Formel 1 seht ihr ihr Logo überall. Sie sind eine stark wachsende Börse, die man überall verwenden kann.
Alle drei Kryptos sind meiner Meinung nach gute Investitionen für den Bullrun. Ich denke, dass sie ein Vielfaches von ihren jetzigen Preisen erreichen werden und das Potenzial für 1000% haben. Jetzt kommen wir aber zum Wichtigsten. Gehen wir näher auf ihre Preise ein. Wie ihr wisst, sind alle drei schon etwas gestiegen in den letzten Wochen. Hier möchte ich gleich mal sagen, dass das komplett normal ist. Altcoins sind die meiste Zeit in einem Bärenmarkt mausetot. Während Bitcoin sich stetig erholt, braucht es bei Altcoins einen stärkeren Impuls. Es kann für Anfänger sehr schwer sein zu verstehen, wie das alles funktioniert. Deswegen erkläre ich es so einfach wie möglich. Zuerst steigt Bitcoin immer. In diesem Jahr konnten wir eine Steigerung von über 100% sehen. Während Altcoins hier immer wieder geschwächelt haben, blieb Bitcoin stark. Nun aber, da Bitcoin in knapp einem Monat um $10.000 angestiegen ist, konnte man mit ansehen, wie Altcoins regelrecht explodiert sind. Weshalb aber? Die Psychologie von Investoren ist einfach zu verstehen. Wenn alles am Boden ist, kaufen die meisten nicht ein. Man haltet sich davon fern. Was übrigens sehr schlecht ist, denn genau da muss man eigentlich kaufen. Als Bitcoin aber angestiegen ist, hat das wieder was ausgelöst. Und zwar, dass Kryptos doch wieder stark steigen können und man will es diesmal nicht verpassen. Typisches Verhalten. Es steigt und erst dann will man investieren. Aber man will nicht in Bitcoin investieren, denn es ist ja schon stark angestiegen. Was macht man da? Man geht vermehrt in Altcoins rein. Es gibt sogar einen Chart, das sich Altcoin Season Index nennt. Hier sehen wir auch, ob Bitcoin oder eher Altcoins stärker ansteigen. Wie ihr seht, hatte Bitcoin die meiste Zeit die Nase vorn. Irgendwann folgen Altcoins und man sieht auch im Chart, wie der Graph steigt. Wenn wir rauszoomen, erkennen wir auch eine Bewegung, die ständig hin und her geht. Einmal ist sie ganz oben bei den Altcoins, einmal bei Bitcoin unten und das geht ständig so. Ein Bullrun erkennt man auch sehr gut, wenn es längere Zeit eine Altcoin-Season ist. Viele haben auch die Theorie, dass man hier umschichtet. Man wartet, bis Bitcoin stark steigt, dann verkauft man Bitcoin für Altcoins. Dann wartet man, bis Altcoins stark steigen und tauscht sie wieder gegen Bitcoin. Eine typische Umschichtung. Momentan sind wir ungefähr hier. Es ist sehr interessant, wie es sich hin und her bewegt. Wenn wir uns 2017 anschauen, sehen wir, dass im Mai Altcoins komplett eskaliert sind. Danach gegen Ende Jahr ist Bitcoin am stärksten angestiegen und hat Altcoins in den Schatten gestellt. Als der Crash dann anfing Ende 2017, dominierten Altcoins komplett, bis dann alles nur noch stürzte. Und wie ihr auch seht, sind wir noch weit davon entfernt. Wir sind knapp in der Mitte. In Zukunft kann ich mir also eins vorstellen. Bitcoin wird zuerst extrem stark ansteigen, genauso wie im Bullrun 2021 und 2017. Nachdem Bitcoin sein Allzeithoch übertrifft und nur noch in die Höhe geht, fangen Altcoins an, Bitcoin zu schlagen. Das heißt, sie outperformen Bitcoin. Hier würde dann der Graph direkt nach oben fliegen und es wäre eine klare Altcoin-Season. In diesem Bereich wird es Zeit, eure Altcoins zu verkaufen. Meistens ist das dann die letzte Phase des Bullruns. Bitcoin ist schon explodiert und das neue Geld geht in Altcoins. Altcoins explodieren dann auch und nach geht alles nach oben. Die typische Endstufe einer Blase. Hier hat man nicht viel Zeit zum Verkaufen und ich persönlich werde alles nach und nach verkaufen. Ich weiß, wie Kryptos funktionieren und wenn es einmal crasht, sinkt es meist um 80-90%. Hier wollt ihr auf jeden Fall eure Gewinne mitnehmen. Ihr dürft nicht zu gierig werden und denken, es kann nur noch steigen. So nutzt ihr den Bullrun optimal. Und falls ihr euch unsicher seid, wann ihr verkaufen solltet, keine Angst. Wenn ich verkaufe, werde ich das direkt in meine Gruppe posten. Ich werde auch dazu eine Verkaufsstrategie erstellen, damit jeder bei uns weiß, was zu tun ist. Wenn ihr auch im nächsten Bullrun gut verkaufen möchtet, seid ihr herzlich eingeladen. Ich habe eine private Investitionsgruppe mit mehreren hundert Mitgliedern, die sich täglich über Kryptos, Aktien und ETF austauschen. Zudem mache ich exklusive Videos, die nicht auf YouTube gezeigt werden. Wenn ihr wie ich langfristig investieren möchtet, ist das mit Abstand die beste Gruppe für euch. Meine Käufe und Verkäufe, meine Strategie und diverse Kauflisten von sehr guten Anlagen sind enthalten. Jeder, der es ausprobieren möchte, kriegt die erste Woche komplett gratis. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne bleiben. Und zudem ist es jederzeit kündbar. Bis später!